Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin mit der Sevin gerade in Berlin. Und zwar werden wir das Wochenende hier verbringen. Denn unsere liebe Freundin Seda von CC Secret hat uns hier eingeladen auf ihr Event. Und dort werden auch noch die anderen Mädels sein. Und ich werde euch jetzt erstmal das Hotelzimmer zeigen ein bisschen. Und Sevin, die Alte, hat sich hier schon längst, bereit gemacht. Immer meine Seite zum Fenster. Ja. Und meine ist dann zum Bad. Schatz, nimm wieder deine blauen Pillen, okay? Blaue. Die roten erst heute Abend. Was passiert da, hä? Das ist ein Schatz. So, die Sevin und ich brauchen jetzt erstmal einen Kaffee. Wir brauchen unbedingt einen Kaffee, weil wir sind sowas von todmüde. Und damit wir die Nacht überstehen, gehen wir jetzt erstmal ein Käffchen trinken. Dann besuchen wir... Ach, du Scheiße! Danach besuchen wir unseren Freund Flopsy und der uns die Haare macht. Und Sevin schminkt sich. Boah, ich bin so todmüde, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Ich auch. Naja. Ich habe auch voll die Augenringe, glaube ich, ne? Egal. See ya! So, wir sitzen jetzt gerade hier in der Lobby und trinken unser Latte Macchiato. Und Leute, guck mal, wie ich aussehe. Ich bin sowas von müde. Ich bin richtig müde. Aber egal, ich finde, man sollte sich auch mal so zeigen. Nicht, Sevin? Ja, egal. Sevin und ich machen 1000 Umwege. Ich brauche Wimpern. Ja, ich habe meine Wimpern vergessen. Und die brauche ich jetzt nochmal zwischendurch. Was hast du gerade gefragt, ich Schatz? Gesagt, wo, von welcher Marke gibt es hier? Ja, Essence hatten die nicht hier, ne? Vielleicht von P2 oder sowas. Mal gucken. Ich brauche aber... Ah, Essence haben die. Ich brauche meine Wimpern. Lieben, wir sind jetzt bei Flopsy angekommen. Er macht uns heute die Haare schön. Und Sevin ist als erstes dran. Ich werde erstmal schön chillen, ne? Genau, wir schauen dann mal später die Frisur von Sevin an. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen chillen. Ein bisschen nass. Und erstmal zur Ruhe kommen. Und später zeige ich euch dann unsere Frisuren, ne, Sevin? Ja. Sevin, ja, bist du fertig? Boah, ich bin gerade 5 Treppen gestiegen. 5 Etagen. Ja. So, die Sevin bekommt heute ihre Probefrisur für ihre Hochzeit. Und zwar von Flopsy. Endspurt. Ich finde, sie sieht jetzt schon voll wunderschön aus. Ich finde, die Frisur ist auch richtig schön geworden. Wir wissen nur noch nicht, wo wir den Schleier hin tun. Ob wir das mittig hin tun, unten oder oben. So, das ist auch ganz schön. Warte mal. Aber es sind die andere. Oh, Schatz, du siehst so wunderschön aus. Danke. Die andere gibt dir eine schönere Silhouette für mich. Hast du super gemacht, Flopsy. So, jetzt habe ich meine Frisur fertig. So sieht das Ganze aus. Aber es wird natürlich mit Make-up nochmal ganz anders aussehen. Ja, nee, hat Flopsy ganz Zeit. So, die Sevin und ich sind jetzt Sushi essen. Wir haben so einen Hunger. Ne, Schatzi? Oh ja, echt jetzt. Wir hauen jetzt rein. Und wir sehen uns dann nochmal gleich im Hotel. So, wir sind jetzt auch schon fertig mit dem Make-up und Outfit. Ich werde euch jetzt gleich mein Outfit und Sevins Outfit zeigen. Und hier ist schon mal die Alte. Meine Nägel müssen trocknen. Ja, wie immer auf den letzten Drücker. Ja, wir müssen uns eigentlich sputen, wir sind jetzt schon wieder spät dran. Die kennen uns nicht anders, ohne Scheiß. Egal. Mein Gott. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ist so, ehrlich. Ciao, Alter, ist so. Also das Outfit ist komplett von Naked. Das sind Zweiteiler. Die Schuhe, die habe ich von ASOS. Ich finde, die passen super zum Motto Rose Gold. Und dann habe ich noch Schmuck von Michael Kors, hat mir die liebe Gabriela von Rubin Juwelier zugeschickt. Und des Weiteren habe ich noch Ohrringe von H&M. Und ja, das ist mein komplettes Outfit. Jetzt ist die liebe Sevin dran. Also ich bin aus den 60ern entsprungen. Ich habe ein Faltenröckchen an von ASOS. Schuhe sind auch von ASOS, die sind auch so, ist das Roségold eigentlich oder so? Ja. Dann ein ganz schlichtes Oberteil von H&M, hat auch glaube ich nur 10 € gekostet.
Die Kette, die habe ich auch von H&M, aber ist schon etwas länger her, so eine Perlenkette. Und dazu ganz normale Perlenohrringe. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Aber bekommt man ja eigentlich überall her. Und was habe ich noch? Nichts. Unterwäsche von? Nein. Gut, jetzt müssen wir es wirklich sputen. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Und wir sehen uns dann später. Danke, Schatz. So, meine Lieben, die Sevin und ich sind wieder zurück. Sevin guckt ihre Goodiebags an. Was ist das? Essen? Okay. Oh, geil. Sevin hat Hunger. Ich will nicht gefilmt werden. Ich bin schüchtern. Ja, gerade du schüchtern. Sevin wollte noch in den Pool vom Hotel in Unterwäsche. Wir haben nämlich keine Bikinis. War geil. Schatzi, wenn du willst, kriegst du auch meinen Keks. Aber die Party war richtig, richtig cool. Tolle Mädels dabei gewesen, alle sehr, sehr hübsch. Und die Stimmung war auch mega. Ne, Sevin, du kannst auch jetzt was dazu sagen. Boah, dieses Mädchen ist so launisch, sobald sie Hunger hat. Aber, naja. Haben wir überhaupt gefilmt? Auf Snapchat haben wir, ne? Naja. Naja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh. Denn wir wollten noch morgen brunchen gehen und wir nehmen euch mal wieder mit. Okay, see ya. Morgen, meine Lieben. Wir sind jetzt auch schon wach. Schon seit wie lange? 2-3 Stunden. Und die Sevin und ich haben... Mit mir oder mit wem? Auch dort gesehen. Boah, es gab sogar eine Süßigkeiten, Leute. Es war ein Traum. Sie hat gerade Zucker gegessen. Das kommt bei ihr nicht gut, ich weiß. Leute, wir haben gerade gefrühstückt und wir werden... Das ist schlimm an der Sache. Und das Ding ist, wir werden wieder jetzt brunchen. Ich versuche noch was reinzubekommen. Aber eigentlich wollte ich mit Diät anfangen. Auch schon die liebe Senna. Gabby, Senna. Ich kann nicht mehr. Senna! Deine Schwiegermutter liebt dich. Kommst du essen? Mama, ich schwöre dir, die liebt mich richtig. Ich habe keinen Hunger. Ich schwöre dir, ich habe so wenig Schlaf. Ich kann nicht mehr. Ich habe Hunger. Ich schwöre es. Ich bin hässlich. Ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr. Tut doch alles weh. Ich schwöre. Die Afghanen wieder. Die Afghanen. Ich schwöre, die Afghanen bringen mich um mit ihrer Kamera. Immer diese Afghanen. Immer. Also wirklich, sie sind immer gut vorbereitet. Immer. Brennen in den Arm runter. Okay, jetzt ist es wieder ganz, ganz still. Denn die Sevin und ich sitzen jetzt endlich im Taxi und fahren zum Hauptbahnhof. Das Lustige ist, wir haben unser Hinflug nach Berlin gebucht, aber haben vergessen, unser Rückflug zu buchen. Ja, das kann schon mal passieren. Kann passieren. So viel im Kopf. Ja, ja. Hauptsache, wir kommen zur Party. Naja, auf jeden Fall sind wir gleich am Hauptbahnhof und ich würde sagen, wir sehen uns entweder gleich oder wir nehmen Sevin beim Tanzen auf. Wo denn beim Tanzen? Wie kommst du denn jetzt auf Tanzen? Weiß nicht, du tragst immer so schön. Und das hier ist unsere wundervolle Freundin Sissi, Seda, die halt ihre eigene Internetseite hat. Und zwar ist die Seite, also nennt sich die Seite sissisecret.com. Schaut mal auf ihrer Seite vorbei und dort findet ihr halt auch tolle Sachen. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Köln angekommen. Sieht ein bisschen demoliert aus. Demoliert aus, ja. Ja, wir sehen demoliert aus. Wir verabschieden uns jetzt auf diese Wege und wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß. Bye, bye, sorry.